Die Zeiten der vielbeschworenen vier Wände verbringen wir mit einer Gruppe, der wir den Großteil unserer Ausbildung verdanken, dem Mittelbau. Wer sind denn überhaupt unsere Assistenten? Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Was wünschen und was erhoffen sie sich? Das sind alles Fragen, die uns interessieren. Und deswegen hat sich eine Gruppe von Studierenden zusammengetan und einige Assistenten gebeten, dass sie kleine Videos von sich filmen. In diesen erzählen sie von sich selber und beantworten Fragen, die uns Studierende beschäftigen und durch die wir hoffen, dass wir den Mittelbau ein bisschen besser kennenlernen. Daraus ist die Videoreihe Durch die Wand – Gespräche an der Schnittstelle entstanden. Und diese könnt ihr auf unserer Seite Collectum und auf unserem Instagram-Account finden. Und eine kleine Einsicht darüber, wie das Ganze aussieht, seht ihr jetzt. Viel Spaß! Hi, ich bin Europa. Mein Name ist Elena Markus. Doris Hallamer, ich bin Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Theorie und Geschichte von Architektur, Kunst und Design und die Frauenbeauftragte. Servus, ich bin Gerhard Schubert. Sarah Hingbart. Philipp Motto from the Associate Professorship of Architectural Design and Building Envelopes. Sina Brückner-Amin. Theresa Frank-Hinnel. Ich bin Kuratorin am Architekturmuseum der TUM. Ich bin Andreas Wolf Schulze. Katharina Vogt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten. In München, ich hatte versucht, mich zu akklimatisieren. Ich war hier beschäftigt mit diesem Bau. Und andererseits war ich, weil ich schon seit dem Studium in der Architekturlehre tätig war, in Ferrara, Norditalien, Universität von Ferrara, und in der Accademia di Architettura in Mendrisio. Vor 10 Jahren war ich in Oxford und habe dort an der Universität studiert. Vor 10 Jahren, da war ich wahrscheinlich im Studium. Also ich habe ja auch an der TU München studiert und habe dann bei Florian Musse wahrscheinlich im 4. Semester, müsste es gewesen sein, ja, Baukonstruktion ganz normal gemacht. Vor 10 Jahren war ich noch nicht mal volljährig und habe in einer mittelhessischen Kleinstadt gewohnt. Habe wahrscheinlich darauf gewartet, dass die Schule endlich irgendwann vorbei ist. War wahrscheinlich trotzdem jedes Wochenende länger wach als heute und mehr unterwegs. Sad life. Und der Moment, der mich zur Architektur- und Kunstgeschichte gebracht hat, für die Architektur war da eine vielleicht angesammelte naive Begeisterung für die Materie, Begeisterung wirklich jetzt für Pläne und für die Zeichnungen, auch für den Geruch von Lichtpausen mit ausschlaggebend. Und für die Entscheidung, aber dann im Anschluss noch Kunstgeschichte zu studieren, kann ich tatsächlich einen Moment benennen. Das war während der Arbeit an meinem Diplom, als ich dann schon schöne Pläne zeichnen konnte, aber irgendwie bemerkt habe, dass es da noch vieles an historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen zu verstehen gäbe. Das war letztlich ja kein schlechter Moment, weil das ist schon das eigentlich, was mich an der Architektur interessiert. Die Entscheidung, Architektur zu studieren, ich kann das, glaube ich, nicht so unbedingt an einem Moment festmachen. Ich würde eher sagen, es ist ein Spektrum an Themen gewesen, die mich interessiert haben und die mich dann auch bewegt haben in der Phase, in der ich mir die Frage gestellt habe, wohin mein eigener Weg weitergeht, was meine Studienwahl sein wird, was Themen sind, mit denen ich mich befassen möchte. Das war eine Begegnung im Museum Ludwig. Da habe ich zum ersten Mal Barnett Newmans Midnight Blue gesehen und war total hingezogen zu diesem Werk, weil ich es nicht so ganz entziffern konnte und eigentlich dieses Rätsel mich dann auch so bewegt hat, Kunstgeschichte zu studieren. Ich fand unglaublich faszinierend, wie ein künstlerisches Werk es schafft, etwas auszudrücken, was sich nicht in Worte fassen lässt. In diesem Sinne, also in diesem Fall war das Unendliche. Immer das Letzte. Im Moment arbeite ich an einer großen Überblicksausstellung zur Geschichte des Computers in der Architektur, wie man auch hinter mir an diesem Plakat sieht. Die Ausstellung trägt den Titel Die Architekturmaschine und zeigt ca. 40 Projekte aus der Geschichte des Computers in der Architektur. Darunter relativ spektakuläre Funde, zum Beispiel das erste Projekt in Deutschland, das mit dem Computer entworfen wurde, den Siemens-Pavillon auf der Hannover Messe 1970.
aber auch städtebauliche Karten, die Oswald Matthias Ungers ebenfalls in den 70er Jahren mit dem Computer für die Planung der Stadt Bonn generiert hat, oder auch den ersten Wettbewerb, bei dem eine Animation als Beitrag zum Wettbewerb gefordert wurde, nämlich für den Wettbewerb des IBM Centers in New York 2001. Welches Projekt geht mir nicht mehr aus dem Kopf? Also ich glaube, dass ich durch das Studium relativ viele Exkursionen gemacht habe und dass ich dort wahrscheinlich einfach Eindrücke gesammelt habe, die mir jetzt im Nachhinein nicht aus dem Kopf gehen, oder was heißt nicht aus dem Kopf gehen, also die, an die ich mich halt immer gerne wieder erinnere. Also ich denke da an Gebäude von Corbusier in Genf zum Beispiel, Maison Clatet, oder Centro Marabillas von Alejandro de la Sota. Da war ich ziemlich begeistert von den Innenräumen und von der Art und Weise, wie da mit Architektur umgegangen wird. Es gibt ein Buch, das geht mir seit Anfang des Studiums nicht aus dem Kopf. Es heißt Elementare Architektur von R. J. Abraham. Und es geht dabei um Architektur ohne Architekten in den Bergen, im alpinen Bereich. Und diese wunderschönen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Gebäuden aus Holz und Stein, die tauchen immer wieder auf. Bier oder Wein, Kaffee oder Tee? Ich trinke weder Kaffee noch Tee. Dafür 2 Wochen im Jahr Bier und den Rest über Wein. Wein und schwarzer Kaffee. Bier und Wein. Tee und Kaffee. Das ist ganz wichtig. Bei Bier oder Wein möchte ich mir ungern festlegen. Dann allerdings eindeutig der Tee. Kaffee für den kuratorischen Alltag und Wein zur Eröffnung. Das finde ich nicht so leicht. Ich könnte nicht sagen am besten, aber ein Ort, in dem man, glaube ich, instinktiv, auch wenn man kein Fachwissen hat über Architektur, sehr viel versteht, ist am Königsplatz. Das Saint-Tropez, wie du? Das ist für mich der Englische Garten, weil man da zum einen sehr viel über Landschaftsarchitektur lernt, sich aber auch mit Formen kolonialer Aneignung beschäftigen kann, wie beispielsweise der chinesische Turm. Da sollte man sich mal intensiver mit der Geschichte als Architekturstudierender befassen. Natürlich auch interessant das japanische Teehaus, das so etwas versteckt liegt auf dem Weg zum Haus der Kunst, das sich ja auch von quasi der Hinterseite zum Englischen Garten öffnet. Das ist auch ein interessanter architektonischer Bau als erstes Museum der Nazis, das jetzt umgenutzt wird als Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst. Auch hier wäre es interessant für euch, da nochmal zu überlegen, wie kann man überhaupt mit so einem kulturellen Erbe umgehen. Weitere interessante Bauten sind natürlich, besonders aus kunsthistorischer Perspektive, am östlichen Rande des Englischen Gartens, das Museum der Sammlung Götz, ein typischer Herzog de Meuron Museumsbau, also lohnt sich auch mal unbedingt vorbeizuschauen dort. Wo brauchen wir ein Update? Ich glaube, dass wir versuchen müssten, generell mehr inhaltlich über Architektur zu reden. Also ich habe irgendwie langsam festgestellt, also dadurch, dass ich auch hier studiert habe an der TU München, bin ich jetzt schon relativ länger in diesem Ort hier und rede über Architektur mit Studenten, mit Kollegen und so weiter. Und ich glaube einfach, dass wir mittlerweile so ein bisschen an den Punkt gekommen sind, dass wir, also ich denke jetzt auch gerade an die Masterthesis oder an Bachelorthesis, an so Abschlussarbeiten, dass wir relativ viel über schöne, fertige Produkte sprechen. Und ich würde einfach gerne alle so ein bisschen ermutigen oder mich auch selber damit einbeziehen, dass wir wieder mehr über Inhalte reden und was Architektur ausmacht, was es braucht an dem Ort, was der Entwerfer gedacht hat, und dass wir mehr über Architektur im Diskurs irgendwie miteinander reden, als jetzt irgendwie über schöne, fertige Produkte, ja, schön dargestellt, tolle Modelle gelasert. Also das würde mich viel mehr interessieren. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das dahin irgendwie abdriftet so ein bisschen. Deshalb meine ich, bräuchten wir da vielleicht so eine Art Update. Im Bereich konzeptionelles Entwerfen, ganz wichtig. Ich würde es begrüßen, mehr aktuelle Themen zu sehen, also Themen wie Nachhaltigkeit, aber auch die Digitalisierung des Bauens.
die Studierende auf den Alltag im Architekturbüro vorbereiten. Und gleichzeitig würde ich es auch begrüßen, wenn es eine etwas breitere Ausbildung geben würde, also Dinge, die den Kontext von Architektur betreffen, Geschichte, Kunst, gesellschaftliche Probleme, die auch im Alltag nach dem Studium enorm wichtig werden. Das ist Jyoti Hosakraha. Ich würde gerne mit den Leuten über Architektur reden, die auf der Baustelle gearbeitet haben von den großen ikonischen Bauwerken, die wir so kennen und die den westlichen Kanon bestimmen. Und mal fragen, wie das eigentlich so war. Ich habe in Mendrisio bei Peter Zumthor mein Diplom gemacht. Und wenn es darum ging, dass wir gesagt haben, dass man ja dies und jenes gar nicht mehr sieht in der Architektur, wenn es verbaut ist oder wenn man gar nicht hinschauen kann, dann hat er ziemlich ernsthaft darauf geantwortet, Gott sieht alles. Schon aus dem Grund würde ich ganz gern mal mit Gott über Architektur reden. Ich würde sehr gerne mal mit Manuel de Landa über Architektur sprechen. Er ist ein mexikanischer Schriftsteller, Künstler und Philosoph. Ich habe ihn auf einer Konferenz sprechen gehört und ich fand diese Sichtweise gerade aus dieser philosophischen Richtung sehr interessant und würde das gerne mal in einem Vier-Augen-Gespräch vertiefen. Da habe ich wirklich einen Wunsch. Ich würde wahnsinnig gern mit René Gay-Hustet mich unterhalten über ihr Leben als Architektin, über die Bauten, darüber, wie eine erstrebenswerte Stadtentwicklung aussehen kann. Das war eigentlich im Rahmen einer Exkursion auch schon geplant und das muss ich aber unbedingt jetzt nachholen. Ab und zu mal eine Pause machen. Computer aus, Instagram aus und einfach mal unterwegs sein. Denn ich denke, die interessantesten Dinge passieren, wenn man sie nicht plant. Ich würde euch empfehlen, also nicht nur zu bauen und an Modelle zu denken, sondern wirklich auch mal zu lesen und euch mit theoretischen und zeitgenössischen Positionen auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie die möglicherweise eure architektonischen Visionen auch beeinflussen könnten. Ich denke, sehr vieles, was Wissen, was aber auch Update und Veränderung betrifft, erschließt sich uns eigentlich erst im Dialog und im Gespräch mit anderen. Natürlich können wir bis zu einem gewissen Grad die Dinge, die uns interessieren, im eigenen Kontext vertiefen, uns eine eigene Position erarbeiten, profundes Wissen erarbeiten. Aber ich glaube, spannend wird es dann, wenn wir mit unserer Position in Austausch mit anderen treten. Und ich habe das selbst im Kontext meiner eigenen Forschung und meines eigenen Schreibens immer wieder gemerkt, dass natürlich ich einen Nachlass oder eine Veröffentlichung von anderen Personen entgegennehmen kann als das, was sie als Position rausgeben und zugänglich machen. Aber spannend wird es für mich eigentlich erst dann, wenn es den direkten Austausch und den Dialog gibt, man nachfragen und hinterfragen kann. Und ich würde damit sagen, eine Ermutigung, die ich gerne aussprechen möchte, ist die, unbedingt das Gespräch zu suchen, den Dialog zu suchen und auch an die Personen heranzutreten, die einem ja vielleicht erstmal fremd oder fern oder auch wie in einem anderen Kontext als man selbst erscheinen, weil ich glaube, dass es gerade die Gespräche sind, die zwischen unterschiedlichen Erfahrungs- und Kenntnishorizonten stattfinden, die unglaublich viel Neues und ja auch das Potenzial des Updates am Ende befördern, weil man ganz andere Fragen stellt, wenn man zwischen den Disziplinen fragt, wenn man zwischen unterschiedlichen Wissensständen fragt. Und ich glaube, darin liegt ein unglaubliches Potenzial für das Nachdenken generell, aber natürlich auch für das Nachdenken über die Architektur im Speziellen, dass man Dinge für sich vorsortiert und vordenkt und dann aber mit dem, was man sich erarbeitet hat, an andere herantritt, den Dialog und den Austausch sucht und miteinander ja auch diesen Prozess des Erkenntnisgewinns, den Prozess der Entscheidungsfindung und auch den Prozess des persönlichen und des gemeinsamen Updates eigentlich voranzubringen.